So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley zu Part 100, Leute. 100 Parts haben wir schon, oder 99 Parts haben wir schon hinter uns. Das hier wird Part 100. Was macht man da Schönes? Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Ja, das wäre ich auch beim 100. Part. Ich habe mir ein kleines Gedenkchen gemacht. Ich habe dieses Rezept gefunden, alles klar. Und, oh, nochmal ein Rezept. Ey, genau. Das, was wir in diesem Part machen, das sollte man eigentlich tagtäglich machen. Ich muss nur kurz suchen, was sich dafür denn gut eignet. Wir brauchen eine Sonnenblume. Das war's. Nein, ich habe mir überlegt, komm, weil es der 100. Part ist, wir versuchen mal jedem ein Geschenk zu machen. Und zwar möglichst passend. Also, wir nehmen einen Amethyst. Jemand mochte einen Smaragd. Bestimmt mag auch jemand einen Rubin haben. So, dann hier, ein Amethyst, genau. Dann mochte Gott. Mohn? Nein. Wo sind denn meine Lieblingsfeenrose? Nein. Verdammt. Ich brauche kurz die Charaktere. Villager, genau. List of all gifts. So, was mögen die meisten? Alle Blumen. Alle Gems. Okay, nee, das wird mir zu teuer. Alle. Alle Mineralien. Außer Quarz. Alle Vegetables. Ja, gut. Also, die mögen alle, was man natürlich selbst angebaut hat. Also, nehmen wir mal 5 Mais. Ich weiß jetzt leider nicht, was die Leute lieben und was sie nicht lieben. Also, tut's mir leid, falls da irgendwas daneben geht. Aubergine, komm. Nehmen wir gleich die Qualitätsauberginen raus. Preiselbeere. Mögen die auch bestimmt auch, Mann. Süßkartoffel? Na klar. So, jetzt sollten wir aber einiges an Schleimereien haben. Genau, Wintermysterium ist irgendwie immer noch offen. Scheiße, ich wollte nachschauen, gell? Wintermystery. Okay, nee, keine Ahnung. Aber wir machen jetzt hier erstmal unser Spielchen. So, es ist Dienstag. Ich glaube, Geburtstag hat keiner. Also, fangen wir an. Wir gehen zum Magier. Der sollte, ich weiß nicht, ob der Öffnungszeiten hat. Aber ich glaube mal, dass der eventuell den ganzen Tag offen ist. Offen für alles. Hallo. Ja, sag ich doch. So, Magier, bei dir sind wir ja am seltensten. Wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast, dann verpiss dich. Hier, ich habe eine Süßkartoffel für dich. Oh, meinen Dank. Dieser Gegenstand hat einige interessante Eigenschaften. Mag der uns jetzt? Ja, ein Herz. Evelyn, mit der haben wir auch nichts zu schenken. Krobus will auch was. Okay. Versuchen wir, Krobus auch was zu schenken. Einfach, weil es der 100. Part ist. Wir wollen ja hier nicht als gierige Säcke durchgehen. Sondern als nice guys aus der Nachbarschaft. So, hat Mani auch schon offen? Nee, die öffnet um 9. Wie sieht's bei Lea aus? Es ist verschlossen.
Achso, ja, ich habe ja die Angel weggepackt für die Süßkartoffel. Ich habe mich gerade gefragt, wo meine Angel ist. So. Hallo. Klopf, klopf. Brauchst du ein paar Dinge? Nein, ich will ein paar Dinge loswerden. Mein Neffe Shane hat die letzten Jahre hier einem. Oh, danke dir. Oh, voll nice, Mann. Na, Jas. Was? Hihi. Du magst doch bestimmt auch Süßkartoffeln, oder? Ist das ein Geschenk? Oh. Das klingt immer nie so begeistert. Shane ist nicht zu Hause. Okay, der ist wahrscheinlich schon arbeiten. Was ist los? Hi. Yas, zwei Herzen. Oh ja, zu Elliot müssen wir. Dumm. So, immer noch verschlossen. Was macht denn Lea? Sperrt sich die ganze Zeit ein. Hm. Naja, egal. Nicht mein Business. Oh, ohne Cutscene. Hatten wir die schon mal? Ich hatte sie, glaube ich, noch nie. Oh, hi Peter, ich wollte mir nur gerade einen Snack holen. Warte, für dich ist sicher auch was da. Ja, Mann, lass Kühlschrank plündern. Was macht denn deine Mom? Oh, fuck. Oh nein, was für eine Sauerei. Hä, was los? Was war denn das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Du Mörder. Da war ein Küken drin. Du lieber Himmel, was ist passiert? Ja, hat er als Ei fallen lassen. Achso, das war ein Snack. Sam hat ihn absichtlich fallen lassen. Komm, wir opfern uns. Ja, genau so war's. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, Peter. Das ist doch kein Problem. Ja, hätte er es jetzt gemacht, dann hätte er hier richtig auf den Arsch bekommen. Tut mir leid, Mutter, ich mach schon sauber. Danke dir. Okay. Ach, Sammy Boy. Warte, wir geben dir eine Preiselbeere. Da, bitteschön. Oh, du hast das für mich besorgt? Tut mir leid wegen vorhin. Mach doch nix, Brudi. Na, Jody. Hi, hast du es nicht satt, dass Leute dich dauernd was über deinen Hof fragen? Oh, ja, eigentlich schon. Oh, danke dir, Mann. So, Vincent, Mann, du musst doch was geben, was du magst. Mama lässt mir nichts Süßes essen. Preiselbeeren sind richtig süß. Das ist nicht besonders lustig. Ich komme mit diesem Stinker nicht klar. Obwohl, wir haben jetzt zwei Herzen mit ihm. Ich komme trotzdem irgendwie nicht mit ihm klar. Keine Ahnung. Ich weiß nie, was Vincent mag. Der ist so speziell. So ein Sonderkind. Hey, Emily. Ich wette, du bist ein ausgezeichneter Bauer. Na klar, Mann. Hier. Ja. Oh, okay. Wir haben hier schon zwei Geschenke gegeben. Zu stark eingeschleimt. Ich wette, Haley ist noch im Bett. Ah, nee. Sie steht mittlerweile im Raum. Dein Name ist Peter, richtig? Ich wohne ein Jahr hier. Ein verdammtes Jahr. Oh, und ihr habt mir auch schon zwei Geschenke gegeben. Gut. Dann verschieben sich die beiden Sachen auf Sonntag. Ich wohne zwei fucking Jahre hier. Das ist traurig. Das ist richtig, richtig traurig. Warte, ich gehe erstmal zu Elliot und Willi. Bevor ich die ja vollkommen vergesse. Elliot. Huhu, hallo. Leute haben seit tausenden Jahren am Meer gelebt. Ja, halt die Klappe. Das ist für mich fabelhaft. Ich gehe einfach zum Lebensmittelladen. Ja. Ellie hat auch so einen Typ, mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe. Ach, dieser Nachtmarkt ist wirklich drei Tage. Hm. Kann man sich ja doch noch überlegen, dieses Tiefseeangeln zu machen. Wahrer Angler hat Respect for the Water. Bitteschön. Oh, ein Geschenk, danke. Bitteschön, mein Freund. Abigail haben wir dann wahrscheinlich auch schon zwei Geschenke gemacht. Aber ich weiß es nicht. Hm. Oh, warte. Aubergine. Die schenken wir als nächstes. Clinty Boy. Wo ist Clint hin? Seit wann ist Clint nicht auf der Arbeit? Das melde ich hier dem Arbeitsamt, ey. Fauler Sack. Ne, ernsthaft, wo ist Clint? Ich bin perplex, Mann.
Er ist auch weg. Hä? Auf der Bank guckt auch keiner. Oh, super. Part 100 und die Stadt ist ausgestorben. Gas ist auch alleine da. Aber immerhin ist er da. Kartoffelpuffer. Es gibt Hofarbeit. Neu, danke. Hi, entspann dich bitte und amüsiere dich. Bitteschön, ich habe hier... Oh, meine Güte, bist du sicher? Deine Aubergine für mich. Das ist ja der absolute Oberknüller. Dim, dim, dim. So, ah, guck mal, da ist der Bürgermeister. Ich muss mir langsam einen Plan zurechtlegen, um die Stadt nächstes Jahr noch besser zu machen. Hier, bitteschön. Doch, danke, das ist großartig. So. Ah, hier ist Clint. Schau ruhig bei meinem Büro vorbei. Nein, aber... Oh, wir haben ihm schon zwei Geschenke gemacht. Wenn du willst, dass ich deine Werkzeuge verbessere... Hä? Wobei du noch jung bist, wirst du... Hoch. Das ist ein lustiges Geschenk. Ja, ich finde Süßkartoffeln auch immer voll lustig. Ich krieg da mal den Heulkrampf, wenn ich die sehe. Schleimjäger. Super. Kann man im nächsten Part machen. Oh, Zauberer hat im nächsten Part Geburtstag. Ach, die machen Fitnessdienstags. Okay. Es ist kalt. Ich wünschte, ich hätte eine heiße Tasse. Amethyst. Shit. Wir haben hier schon zwei Geschenke gegeben. Manchmal gibt es neue Gegenstände. Ja, nimm meine Aubergine. Oh, wirklich nett von dir. So, auch den legen wir nach unten. Dass wir den dann halt am Sonntag irgendwann schenken können. So, was geht bei... einatmen. Sport kann Spaß machen. Ja, total. Ich krieg da immer einen Heulkrampf beim Sport machen. Wo ist Caroline? Pierre, wo ist denn dein Vibe? Nicht hier. Ich finde echt irgendwie weniger Charaktere, als ich dachte. Oben am Spielplatz gammelt auch keiner mitten im Winter. Woran kann das nur liegen? Ein Schneehäschen. Gut, zu Shane müssen wir noch und zu Lea und Penny. Und eigentlich zu Krobus auch noch. So, rede mit meiner Frau, wenn du dein Haus vergrößern lassen willst. Ich will aber nur meine Aubergine los. Oh, danke. Ist sehr seltenes Exemplar. Halt! Bleib da. Hey, es ist manchmal schwer, neue Dinge zu finden, über die man reden kann. Ja, wie diese Aubergine. Oh, danke. Ich mag das. Maru? Hey, hast du irgendwelche Ideen für Gerätschaften? Ja, bau diese Aubergine ein. Oh, super Geschenk, Mann. Hey, Auberginen sind echt klasse. Da freut sich jeder. Ich will mit dir reden, aber dein... Hey, wenn du Materialien oder Blaupausen... Ja, hier. Och, danke, Mann. Wirklich nett. Ich gehe ja schon weg, Demetrius, Mann. So, Linus ist der Nächste auf der Liste. Ah! Hey, kannst du... Wenn du Haley findest, dann sag hi. Oh, das ist cool, Mann. Danke. Stimmt, den Vogel habe ich vergessen. Und seine Family natürlich auch noch. Da müssen wir natürlich auch vorbeigehen. Shit, wo ist Linus? Wo ist Linus, Mann? Oh, jetzt viele Regenwürfe. Oh, yeah, Story. Ein Lost Book. Matsch. Und noch mehr Matsch. Oh, yeah. Zack. Eine Winterwurzel. Sonst noch Regenwürmchen? Ich will wertvolle Artefakte finden. Hallo? Hallo? Artefakte? Hindernisse. Okay, nee. Wo kann Linus denn noch stehen? Hier unten irgendwo? Hier unten rechts? Der Nachtmarkt ist nun geöffnet. Nein, aber da spielt Abigail. Okay, Linus finden wir nicht. Soll dann nicht mein Problem sein. Mit Sebastian haben wir schon geredet. Können wir aber nochmal. Oh, sorry. Dazu unterstützt du die regionale Wirtschaft. Du willst einfach nur Geschäfte durch mich machen. Tu nicht so, als ging es dir hier um mich. Ja. So, laufen die jetzt zum Nachtmarkt alle? Das wäre praktisch. Na, Shane.
Was willst du von mir? Geld? Ich würde dir einen Topf Gold geben, wenn du mich in Ruhe lässt. Ich will dir aber eine Aubergine. Och, das ist großartig, Mann. Ich war gerade in Versuchen, den Mülleimer zu untersuchen. Oh, George, Cutscene. Ich komme einfach nicht ran, wenn ich nur aus dem verdammten Stuhl aufstehen könnte. Just do it. Soll ich dir helfen, Opis? Ah, nee, dann keifst du mich wieder an, ne? Danke, junger Mann. Der weiß auch wahrscheinlich nicht, wie wir heißen, ne? Aber er ist alt, bei ihm ist es immer eine Ausrede. Das war vor 30 Jahren. Ich habe in den Kohlenminen gearbeitet. Wir waren kurz vor dem Ende unserer Schicht. Aber ein Spalt musste noch aufgebrochen werden. Ich hatte vor, dort ein Stück Dynamit hochzujagen, aber ein Fuß blieb an einem Sprung hängen und hieß es fallen. Das Dynamit ist beim Aufprall direkt explodiert. Tja, und deshalb merkt euch, Kinder, Sprengstoffkörper sind gefährlich. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie ich im Krankenhaus lag und sie mir sagten, dass ich nie wieder gehen würde. Und das war's. Du dachtest wahrscheinlich, dass ich einfach nur alt bin. Du kannst auch Gift drauf nehmen, dass ich ohne diesen Unfall fit wie ein Turnschuh wäre. Ja, ist ja okay. Wir bringen dir gerne dein Buch aus dem Regal. Du warst sehr nett von mir, junger Mann. Ich weiß das zu schätzen. Deswegen schicke ich dir Steine in deinen Briefkasten. Wenn du alt bist, vergisst du ab und zu, dass die Leute um dich sorgen. Ja, eigentlich sorgt sich hier jeder um dich, aber das bemerkst du alles nicht. Du alter Mensch. Oh, und mit Harvey gibt's auch noch eine Szene. Okay, George, atme einmal tief in mich ein. Dreh dich um, bitte. Ah, das war ein sweeter 180 Wheelchair Spin. George, ich muss ehrlich mit dir sein, du solltest dein Leben ein wenig umkrempeln, wenn du gesund bleiben willst. Ich empfehle dir, deinen Natriumkonsum einzuschränken und deine Arme regelmäßig zu trainieren. Ja, Beine brauchst du nicht trainieren, weil... Weil natürlich die man im Club nicht sieht, ne? Ich weiß selbst, was das Beste für mich ist. Für wen hältst du dich, mir hier irgendwelche Vorschriften zu machen? Ach, guck mal, den keift er an. Haha, er hat mich mehr lieb als dich. Ich bin ein Arzt, George, so ist es nun mal. Ich habe 8 Jahre studiert und gelernt, wie man Menschen hilft, gesund zu bleiben. Und dann bist du in ein Dorf gezogen, wo es 25 Leute gibt. Also theoretisch wäre er jetzt vom Studium her so der perfekte Oberarzt, der alles machen kann, aber er behandelt nur 20 Leute und da passiert ja eh nichts in dem Dorf. Tut mir leid, aber du solltest nicht hier sein, diese Untersuchung ist privat. Ja, irgendwie war ich voll hier drin. Nicht so schnell, ich hätte gerne eine zweite Meinung von diesem jungen Mann. Oh, er trustet mir. Ah, okay. Peter, was denkst du? Ja, folg dem Rat. Danke, Peter. Siehst du, George, ich versuche nur dir zu helfen. Okay. Du bist jetzt wieder in... Du bist nicht mehr unser Lieblingssohn. In Ordnung, ich werde auf dich hören. Danke für deine Hilfe, Peter. Naja, Schweigepflicht, ne? So, hallo Omi. Ist dir nicht kalt? Du solltest eine dickere Jacke anziehen. Omis mögen... Senfkohl. Ach meine Güte, das sieht sehr geil aus, Mann. Oh. Na George, weiterer düsterer Tag. Du magst Pastinaken, gell? Danke. So, Alex, haben wir schon ein Geschenk gemacht? Genau, die wuseln da weiter runter. Pam, da waren wir schon ewig nicht mehr. Gott, wie konnte ich Pam vergessen? Ich fühle mich jetzt echt fast schlecht. Oh. So, zack. Dann haben wir jetzt ernsthaft Penny fehlt. Und... Ja, ich gucke einfach mal im Pub. Ja, guck mal, da stehen ja schon die üblichen Verdächtigen. Warst du schon mal auf dem Tiefsee-U-Boot? Die haben ja schon was geschenkt. Und natürlich eine Gebühr zahlen. Die auch. Hier drüben steht keiner. Die auch. Gas auch. Nur Pam. Nee, warte. Haben wir Gas was geschenkt? Hey, Gas, nur eine Runde. Hier, bitteschön. Oh, du hast eigentlich was Gutes, Mann. Hi, entspann dich bitte. Amüsier dich. Ja, haben wir schon. Okay, Lea. Es wird meine Hütte ziemlich kalt. Oh, ich kann ja vorbeikommen und dich wärmen. Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Ach, danke. Ich kusche mich einfach in eine riesige Decke und alles ist gut. Oh, da ist doch bestimmt Platz für zwei, ne? Oh, Mann. Manchmal weiß ich selber, was für dumme Scheiße ich laber. Oh, ein rostiger Löffel. So, dich haben wir gesucht. Im Winter bleibe ich so gut wie möglich zu Hause. Klopf, klopf. Oh, danke, ich stehe total auf sowas. Ich weiß. Ich habe deine Biografie auf Stardew Wiki gelesen. So, haben wir jetzt jedem ein Geschenk gegeben? Außer Krobus? Ich meine, wir waren wirklich bei jedem.
Ich bin empfindlich, um bei Sonnenlicht nach draußen zu gehen. Die Bedingungen hier sind perfekt. Lust, etwas zu kaufen? Eigentlich immer noch nicht, ne. Lust auf meinen Senfkohl? Auf vielen, vielen Dank. Diese fette Statue, ne? Abigail, ja. Linus haben wir nicht gesehen. Und Caroline. Ach, sonst waren wir echt bei jedem. Linus und Caroline. Keine Ahnung, finden wir heute wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber gut, fast jeder hat ein Geschenk bekommen. Und ich finde, das war ein sehr schöner 100. Part von Stardew Valley. Es geht natürlich weiter, ne? Keine Frage. Aber ich denke mal, so für den 100. Part muss man einfach mal auch den anderen ein Geschenk machen. Dafür, dass sie einen tagtäglich echt belästigen. Oh, nochmal ein Geschichtsbuch. Woo! A Lost Book. Ja. Ja, es war ein cooles Event. Dum, dum, dum. So, was kann man hier alles reinstecken? Nix. Aber hier. Da, da, da. Winter. Rostiger Löffel. So, wo war der Meisterin? Hier. Gut, bis Sonntag behalten wir die anderen Geschenke. Und dann würde ich sagen, wir haben heute eigentlich keine physische Arbeit erledigt, aber was sehr gut ist für unser Gewissen gemacht, unsere emotionale Arbeit hinter uns gebracht. Und ich finde, das ist auch wichtig, mal sowas zu tun. Und dann würde ich sagen, das war's für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.